Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan für Vatican Media mit einer Live-Übertragung zum Sonntag des Wortes Gottes mit Papst Franziskus am dritten Sonntag des Jahreskreises. Mein Name ist Pfarrer Werner Demmel und ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Übertragung, wünsche uns allen eine gute Andacht. Einen ganz herzlichen Gruß richte ich wie immer an alle Hörerinnen und Hörer, die uns über die Partnersender zugeschaltet sind. Radio Maria Schweiz, Radio Maria Österreich, KTV Fernsehen, EWTN TV Deutsch, Radio Horeb und Radio Gloria. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Lande, so begrüßt der Chor die liturgische Prozession, die festlich einzieht mit den Kandidaten für das Lektoren- und Katechetenamt. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Lande, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet sein Heil von Tag zu Tag. Zelebrant betritt nun die Altarinsel. Es ist Erzbischof Fissi Keller, der Leiter des Dikasteriums für die Ausbreitung des Glaubens und für die Erneuerung des Glaubens. Erzbischof Fissi Keller inszeniert den Altar, der auch als Symbol für Christus selbst steht. Deshalb auch die Verehrung mit dem Kuss und dem Weihrauch. Verkündet bei den Nationen, der Herr ist König. Fest ist der Erdkreis gegründet, er wird nicht wanken. Er richtet die Völker so, wie es recht ist. Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, es brause das Meer und seine Fülle. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito.
Christus, der Gerechte, tritt für uns ein und versöhnt uns mit dem Vater, damit wir würdig dem Tisch des Herrn uns nähern können, rufen wir ihn mit betroffenem Herzen, mit reumütigem Herzen. Signore, pienezza di verità e di grazia. Herr, du Fülle der Wahrheit und der Gnade, erbarme dich unser. Christus, du hast dich arm gemacht, um uns reich zu machen. Christus, erbarme dich unser. Gekommen, dir ein heiliges Volk zu erbauen. Herr, erbarme dich unser. Der barmherzige Gott, erbarme sich unser, vergebe uns die Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Amen.
Preghiamo. Lasset uns beten. Dio onnipotente, allmächtiger, ewiger Gott, lenke unser Tun nach deinem Willen und gib, dass wir im Namen deines geliebten Sohnes reich werden an guten Werken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören die erste Lesung aus dem Buch Jona. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra. Das Wort des Herrn erging an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und droh ihr all das an, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. Wort des lebendigen Gottes. Wir hören den Antwortpsalm 25. Zeige mir, Herr, deine Wege und lehre mich deine Pfade. Führe mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich hoffe ich den ganzen Tag. Perché sei tu il Dio della mia salvezza. Gedenke deines Erbarmens, Herr, und der Taten deiner Gnade, denn sie bestehen seit Ewigkeit. Nach deiner Huld gedenke meiner, Herr, denn du bist gütig. Der Herr ist gut und redlich. Darum weist der Sünder auf den rechten Weg.
Die Armen leitet er nach seinem Recht. Die Armen lehrt er seinen Weg. Insegna i poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Hören wir die zweite Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Korinth. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers, ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wort des lebendigen Gottes. Verbum Domini. Das Reich Gottes ist nahe. Ja, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt also um und glaubt an das Evangelium. Diakon holt sich nun den Segen des Heiligen Vaters ab, um die frohe Botschaft verkünden zu dürfen. Diakon hat nun das Evangelium vom Hochaltar genommen, um damit zum Ambo zu gehen, wo er das Wort Gottes dem Volke Gottes, das Wort Gottes dem Volke Gottes verkünden wird. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundi. Hören wir das Heilige Evangelium nach Markus. Der Diakon verehrt das Wort Gottes mit Inzens. Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Wir hören nun die Predigt des Heiligen Vaters zum heutigen Evangelium. Si presentino le candidate al ministero dei lettori. Cali Yael MacMorris. Es werden zuerst die Kandidaten vorgestellt vor der Predigt. Yusa Vidal de Pau da Costa. Eccomi. Zwei Lektorinnen und 9 Katechetenkandidaten. Si presentino i candidati al Ministero dei Catechisti. Margaret Namhi Beck. Eccomi. Clara Moran Park. Eccomi. Rose Manlu. Eccomi. Michel Solmengar. Eccomi. Justin William Bari Ragunanan. Eccomi. Maria Erivan Ferreira da Silva. Eccomi. Heidi Fernandez Saravia. Eccomi. Die Kandidaten antworten nach der Aufruhr ihres Namens. Eccomi. Mit hier bin ich. Maddalena Muck. Es sind 2 Kandidaten aus dem Bistum Regensburg. Nach der Vorstellung der Kandidaten wird nun der Heilige Vater sich an uns wenden mit der Auslegung des Evangeliums. Abbiamo ascoltato
Wir haben vorhin gehört, da sagte Jesus zu ihnen, kommt her, mir nach. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Die Kraft des Wortes Gottes ist also groß, wie wir auch in der ersten Lesung gehört haben. Das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona, mach dich auf den Weg und geh nach Ninive und rufe ihr all das zu. Jona machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Das Wort des Herrn setzt die Macht des Heiligen Geistes frei. Es ist eine Kraft, die zu Gott hinzieht, so wie es bei diesen jungen Fischern war, die durch die Worte Jesu wie vom Blitz getroffen wurden. Und es ist eine Kraft, die sie zu den anderen sendet. So wie bei Jona, der zu denen geht, die weit weg sind vom Herrn. Das Wort zieht also zu Gott hin und es sendet zu den anderen. Das ist eine ganz besondere Dynamik. Es lässt uns nicht in uns selbst verschlossen, sondern weitet das Herz. Es bringt uns dazu, den Kurs zu ändern, stürzt die Gewohnheiten um, eröffnet neue Möglichkeiten und offenbart ungeahnte Horizonte. Brüder und Schwestern, das Wort Gottes möchte dies in jedem von uns bewirken. Wie bei den ersten Jüngern, die auf Jesu Worte hin ihre Netze liegen lassen und ein wunderbares Abenteuer beginnen, so lässt das Wort Gottes auch an den Ufern unseres Lebens, neben den Booten der Familienangehörigen und den Netzen der Arbeit, den Ruf Jesu aufkommen. Er ruft uns, zusammen mit ihm für die anderen in See zu stechen. Ja, das Wort Gottes führt zur Mission. Es macht uns zu Botschaftern und Zeugen Gottes für eine Welt, die zwar voller Worte ist, aber nach jenem Wort dürstet, das sie oft überhört. Die Kirche lebt von dieser Dynamik. An sie ergeht der Ruf Christi, von ihm ist sie angezogen und sie ist in die Welt gesandt, um ihn zu bezeugen. Wir können nicht auf das Wort Gottes verzichten, auf seine sanfte Kraft, die wie in einem Zwiegespräch das Herz berührt, sich in die Seele einprägt und sie mit dem Frieden Jesu erneuert, der bewirkt, dass uns die Sorge für die anderen umtreibt. Wenn wir die Freunde Gottes, die Zeugen des Evangeliums in der Geschichte betrachten, dann sehen wir, dass das Wort Gottes für sie alle entscheidend gewesen ist. Denken wir an den ersten Mönch, den heiligen Antonius, der alles für den Herrn aufgab, weil er während der Messe von einem Abschnitt aus dem Evangelium ergriffen wurde. Denken wir an den heiligen Augustinus, dessen Leben eine Wendung erfuhr, als ein göttliches Wort sein Herz heilte. Denken wir an die heilige Theresia vom Kinde Jesu, die ihre Berufung entdeckte, als sie die Briefe des heiligen Paulus las. Und ich denke an den Heiligen, dessen Namen ich trage, Franz von Assisi, der, nachdem er gebetet hatte, im Evangelium las, dass Jesus seine Jünger aussandte, um zu predigen, und dann ausrief, das ist es, was ich will, das ist es, was ich suche, das verlange ich aus innerstem Herzen zu tun. Ihre Leben wurden also durch das Wort des Lebens grundauf verändert. Aber ich frage mich jetzt, warum geschieht bei vielen von uns nicht das Gleiche? Wie oft hören wir das Wort Gottes? Aber es geht von einem Ohr rein und anderes Ohr raus, sagt der Heilige Vater. Vielleicht, weil wir, wie uns diese Zeugen zeigen, nicht taub sind, dürfen wir für das Wort Gottes. Wir stehen in dieser Gefahr, überfordert von tausend Worten, lassen wir auch das Wort Gottes an uns abperlen. Wir hören es, aber wir hören ihm nicht zu. Wir hören ihm zu, aber wir bewahren es nicht. Wir bewahren es, aber wir lassen uns nicht zu einer Veränderung bewegen. Vor allem aber lesen wir es ohne Gebet, obwohl Gebet die Lesung der Heiligen Schrift begleiten muss, damit sie zu einem Gespräch werde zwischen Gott und Mensch. Vergessen wir nicht die beiden grundlegenden Dimensionen des christlichen Gebetes.
das Hören auf das Wort Gottes und die Anbetung des Herrn. Geben wir betend dem Wort Jesu Raum, und es wird uns so ergehen wie den ersten Jüngern. Kehren wir also zum heutigen Evangelium zurück, das uns von zwei Handlungen berichtet, die aus dem Wort Jesu hervorgingen. Sie ließen ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Sie ließen zurück und folgten ihm nach. Bleiben wir einmal kurz dabei und denken darüber nach. Sie ließen hinter sich, was denn? Das Boot und die Netze? Das heißt, das Leben, das sie bis zu diesem Tag geführt hatten. Oft fällt es uns schwer, unsere Sicherheiten, unsere Gewohnheiten hinter uns zu lassen, weil wir in ihnen verfangen bleiben, wie die Fische in einem Netz. Wer aber mit dem Wort Gottes in Berührung steht, wird von den Schlingen der Vergangenheit befreit. Denn das lebendige Wort deutet das Leben neu. Es heilt auch das verwundete Gedächtnis, indem es uns die Erinnerung an Gott und an seine für uns vollbrachten Taten erinnert. Die Heilige Schrift gründet uns im Guten. Sie erinnert uns daran, wer wir sind, gerettete, geliebte Kinder Gottes. Die dufttragenden Worte unseres Herrn Jesus Christus sind wie Honig. Sie verleihen dem Leben Geschmack. Sie bringen die Sanftheit Gottes zum Vorschein. Sie nähren die Seele, sie vertreiben die Angst, sie besiegen die Einsamkeit. Und so wie sie jene Jünger dazu brachten, die Eintönigkeit eines Lebens zwischen Booten und Netzen hinter sich zu lassen, so erneuern sie in uns den Glauben, indem sie ihn läutern, von aller Schlacke befreien und zu seinen Ursprüngen zurückführen, zu der ursprünglichen Reinheit des Evangeliums. Indem die Heilige Schrift von Gottes Wirken für uns erzählt, löst sie die Halteleinen eines gelähmten Glaubens und lässt uns das christliche Leben wieder als das genießen, was es wirklich ist, eine Liebesbeziehung mit dem Herrn. Die Jünger ließen also etwas hinter sich und dann folgten sie nach. Hinter dem Meister gehend machen sie Fortschritte. Sein Wort befreit nämlich von den Hindernissen der Vergangenheit und der Gegenwart und lässt sie einen in der Wahrheit und in der Liebe reifen. Es belebt das Herz, rüttelt es auf, reinigt es von Heuchelei und erfüllt es mit Hoffnung. Die Bibel selbst bezeugt, dass das Wort Gottes konkret und wirksam ist, wie der Regen und der Schnee für den Boden, wie Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert, wie ein scharfes Schwert, richtet es über die Regungen und Gedanken des Herzens, wie ein unvergänglicher Same, der klein und verborgen keimt und Frucht bringt. Und solche Gewalt und Kraft weht dem Worte Gottes, dass es Seelenspeise und reiner, unversieglicher Quell des geistlichen Lebens ist. Brüder und Schwestern, der Sonntag des Wortes Gottes möge uns helfen, freudig zu den Quellen des Glaubens zurückzukehren, der aus dem Hören auf Jesus kommt, der das Wort des lebendigen Gottes ist. Während ständig Worte über die Kirche gesagt werden und zu lesen sind, möge er uns helfen, das Wort des Lebens wieder zu entdecken, das in der Kirche widerhallt. Sonst reden wir am Ende mehr über uns selbst als über ihn. Und im Mittelpunkt stehen unsere eigenen Gedanken und Probleme statt Christus mit seinem Wort. Kehren wir zu den Quellen zurück, um der Welt das lebendige Wasser anzubieten, das sie nicht findet. Und während die Gesellschaft und die sozialen Medien die Gewalt der Worte verstärken, halten wir uns an die Sanftmütigkeit des Wortes Gottes, das rettet. Das Wort Gottes macht keinen Lärm, übt keine Gewalt aus. Stellen wir uns abschließend noch einmal ein paar Fragen. Welchen Platz halte ich
an dem Ort, an dem ich lebe, für das Wort Gottes frei. Es mag dort Bücher, Zeitungen, Fernseher und Telefone geben, aber wo ist die Bibel? Habe ich das Evangelium in meinem Zimmer griffbereit? Lese ich es jeden Tag, um darin den Weg des Lebens wiederzufinden? Oft habe ich dazu geraten, das Evangelium immer wieder bei sich zu haben, in der Hosentasche, in der Tandtasche, auf dem Mobiltelefon. Wenn wir Christus mehr als alles andere im Herzen liegt, wie kann ich ihn dann zu Hause lassen und sein Wort nicht bei mir tragen? Und schließlich noch eine letzte Frage. Habe ich wenigstens eines der vier Evangelien einmal vollständig gelesen? Das Evangelium ist das Buch des Lebens. Es ist einfach und kurz, und doch haben viele Gläubige nie eines von Anfang bis Ende gelesen. Brüder und Schwestern, Gott, so sagt die Heilige Schrift, ist der Urheber der Schönheit. Lassen wir uns von der Schönheit einnehmen, die das Wort Gottes in unser Leben bringen will. Soweit die Ausführungen des Heiligen Vaters zum Evangelium und zum Sonntag des Wortes Gottes. Es wird uns nun eine Stille angeboten, um darüber nachzudenken. Nach der Predigt und der Stille folgt dann der eigentliche Ritus der Dienstbeauftragung des Lektorenamtes und der Aussendung als Katechist. Noch einmal die beiden Hauptgedanken zurücklassen, loslassen und folgen. Zwei Verben, die für unser christliches Leben stehen können, für unsere eigene Nachfolge des Herrn. Loslassen und nachfolgen. Fide carissime. Liebe Söhne und Töchter, Gott, unser Vater, hat das Geheimnis unseres Heiles geoffenbart und vollendet durch seinen Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Nachdem er uns alles gesagt und gegeben hat, hat er seiner Kirche die Aufgabe hinterlassen, allen Geschöpfen das Evangelium zu verkünden. Indem ihr nun zu Lektorinnen und Lektoren, also zu Verkündern des Wortes Gottes werdet, seid ihr berufen, an dieser grundlegenden Aufgabe in der Kirche mitzuwirken, und deshalb werdet ihr mit einem besonderen Dienst ausgestattet, der euch in den Dienst des Glaubens stellt, der seine Wurzel und sein Fundament im Worte Gottes hat. Ihr werdet das Wort Gottes in der liturgischen Versammlung verkünden.
Ihr werdet Kinder und Erwachsene im Glauben erziehen und sie zum würdigen Empfang der Sakramente anleiten. Ihr werdet die missionarische Verkündigung des Evangeliums, des Heiles, zu jenen bringen, die es noch nicht kennen. Auf diese Weise und durch eure Mitarbeit werden viele zur Erkenntnis des Vaters und seines Sohnes, Jesus Christus, kommen, den er gesandt hat, und so das ewige Leben erlangen. Es ist daher notwendig, dass ihr, während ihr anderen das Wort Gottes verkündet, es in voller Fügsamkeit gegenüber dem Heiligen Geist in euch selbst aufnehmt, dass ihr es täglich meditiert, um eine immer lebendigere und tiefere Erkenntnis davon zu erlangen, vor allem aber, dass ihr mit eurem Leben Zeugnis für unseren Erlöser Jesus Christus ablegt. Und nun wird der Heilige Vater ein Segensgebet über die Kandidaten sprechen. Nel fedele compimento del loro ufficio, essi annunzino il Cristo e diano gloria al Padre che è nei cieli. O Gott, Quelle der Güte und des Lichtes, der du deinen Sohn das Wort des Lebens gesandt hast, um den Menschen das Geheimnis deiner Liebe zu offenbaren, segne diese deine Töchter, die du für den Dienst der Lektorin erwählt hast. Gib, dass sie durch die eifrige Betrachtung deines Wortes zutiefst erleuchtet werden, damit sie für ihre Brüder und Schwestern treue Verkündigerinnen sein können. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nach dem Segen erhalten nun die Lektorinnen eine heilige Schrift überreicht, als Zeichen ihres Auftrages. Empfange das Buch der Heiligen Schrift und verkünde treu das Wort Gottes, damit es in den Herzen der Menschen aufkeimen und Frucht bringen kann. Amen, so sei es, antwortet die neue Lektorin. Riceve il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Es folgt nun die Beauftragung der Katecheten und Katechetinnen. Der Heilige Vater wendet sich nun an die Kandidaten des Katechetenamtes mit einer kurzen Ausführung. Liebe Söhne und Töchter, bevor er zum Vater zurückkehrte, befahl der Herr Jesus Christus seinen Jüngern, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu verkünden. Seit dem Pfingsttag ist die Kirche beseelt vom Heiligen Geist, diesem Auftrag zu allen Zeiten und an allen Orten treu geblieben und hat den Glauben durch das Wort und das Beispiel unzähliger Zeugen weitergegeben. Derselbe Geist bereichert die Kirche auch weiter mit der Vielfalt seiner Gaben zum Wohle aller. Alle Getauften haben als Teilhaber an der Sendung Christi, des Priesters, Propheten und Königs, einen aktiven Anteil am Leben und Wirken der Kirche. Einige unter ihnen sind in besonderer Weise berufen, die von der Kirche eingesetzten Dienste auszuüben.
Ihr, die ihr bereits aktiv für die christliche Gemeinschaft arbeitet, seid nun zum ständigen Dienst des Katecheten berufen, um den apostolischen Geist noch intensiver zu leben, indem ihr dem Beispiel jener Männer und Frauen folgt, die Paulus und den anderen Aposteln bei der Verbreitung des Evangeliums geholfen haben. Möge euer Dienst immer an einem tiefen Gebetsleben verwurzelt sein, auf einer gesunden Lehre aufbauen und vom wahren apostolischen Eifer beseelt sein. Ihr werdet der Kirche Menschen näher bringen, die ihr vielleicht fernstehen. Ihr werdet mit großzügiger Hingabe an der Verbreitung des Wortes Gottes mitarbeiten. Ihr werdet stets den Sinn für die Ortskirche pflegen, deren Zelle die Pfarrei ist. Als Zeugen des Glaubens, Lehrer und Mystagogen, Begleiter und Lehrer, die im Namen der Kirche unterrichten, seid ihr berufen, mit den geweihten Amtsträgern in den verschiedenen Formen des Apostolates zusammenzuarbeiten, mitverantwortlich für die Sendung, die Christus der Kirche anvertraut hat, und immer bereit, jedem zu antworten, der euch nach dem Grund eurer Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Und nun knien die Kandidaten nieder. Der Heilige Vater spricht das Segensgebet über sie. Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir nun Gott, den Vater, dass er jene mit seinem Segen erfülle, die er für den Dienst des Katecheten erwählt hat, und er sie gestärkt durch die Gnade der Taufe im treuen Dienst an ihrer Ortskirche bestätige. Es folgt eine kurze Stille. O Vater, der du uns teilhaben lässt an der Sendung Christi, deines Sohnes, und mit der Vielfalt der Gaben des Geistes für deine Kirche sorgst, segne diese deine Söhne und Töchter, die für den Dienst des Katecheten erwählt wurden. Lass sie ihre Taufe in Fülle leben und mit den Hirten in den verschiedenen Formen des Apostolates zusammenarbeiten zum Aufbau deines Reiches. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die neuen Katecheten erhalten nun als Zeichen ihrer Sendung ein Kreuz. Empfange dieses Zeichen unseres Glaubens, Lehrstuhl der Wahrheit und der Liebe Christi. Verkünde ihn mit deinem Leben, mit Tat und Wort. Amen, so sei es, antwortet die neue oder der neue Katechet. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia lui con la vita. L'azione e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia lui con la vita, l'azione e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen.
Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Nach der Beauftragung der neuen Lektoren und Katechisten stimmen wir ein in das große Credo. Thank you.
Fratelli carissimi, liebe Brüder und Schwestern, wenden wir uns an den Vater, der sich in Jesus Christus, seinem Sohn, für immer in diese Welt eingemischt hat, und vertrauen wir ihm voller Hoffnung unser Gebet an. Auf Italienisch die erste Fürbitte. E fondi il tuo spirito, o Signore. Gieße, o Herr, deinen Geist über die Kirche aus. Bewahre und verbreite das Glaubensgut, das uns von Gott geoffenbart und durch die Heilige Schrift und die Tradition überliefert wurde. Zweite Fürbitte auf Portugiesisch. Illuminai, Senhor, com a Erleuchte, o Herr, die Regierenden und die Gesetzgeber mit deiner Weisheit. Lass sie das Wohlergehen aller Völker fördern und die Würde jedes Menschen anerkennen. Auf Chinesisch. Gib, o Herr, dass uns deine Liebe zahlreiche Arbeiter für deine Ernte beschert. Möge jeder Mensch deine befreiende Wahrheit erkennen und der tröstenden Schönheit deines Antlitzes begegnen. Auf Französisch. Seigneur, touche le cœur de nouveaux. Berühre, o Herr, die Herzen der neuen Lektoren. Möge das Wort Gottes durch ihren Dienst weit ausgesät werden, damit es aufkeimen, in den Herzen der Menschen Frucht tragen und sich überall verbreiten kann. Die letzte Fürbitte auf Deutsch. Wende deinen liebevollen Blick, o Herr, auf die Katechetinnen und Katecheten, die heute beauftragt werden. Mit apostolischem Freimut mögen sie die frohe Verkündigung des Evangeliums zu allen Menschen tragen. Erhöre, o Herr, unser demütiges Gebet, unser aufmerksames Hören und unser Gehorsam deinem Wort gegenüber. Lass uns wachsen in der perfekten, in der Ähnlichkeit zu Jesus Christus, deinem Sohn, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Selig der, der zu ihm sich flüchtet. Mit diesem Vers
aus Psalm 33 endet die Kommunionfeier. Wir sind eingeladen zu einer Stille des Nachdenkens und des Dankes. Die Beziehung zwischen dem Auferstandenen, der Gemeinschaft der Gläubigen und der Heiligen Schrift ist für unsere Identität als Christen äußerst wichtig. Ohne den Herrn, der uns in die Heilige Schrift einführt, ist es unmöglich, sie in ihrer Tiefe zu verstehen. Das Gegenteil ist aber ebenso wahr. Ohne die Heilige Schrift sind die Ereignisse der Sendung Jesu und seiner Kirche in der Welt nicht zu verstehen. Zu Recht also konnte der heilige Hieronymus schreiben: Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Auf dieses Wort hat unser heiliger Vater in dem Schreiben hingewiesen, mit dem er diesen Sonntag des Wortes Gottes vor 4 Jahren eingeführt hat. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in deinem Mahl schenkst du uns göttliches Leben. Gib, dass wir dieses Sakrament immer neu als dein großes Geschenk empfangen und aus seiner Kraft leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Es folgt nun der Segen des Heiligen Vaters. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite mi dieser Feier steht der Gruß an die Gottesmutter mit dem Alma Redemptoris Mater. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war unsere Live-Übertragung des Gottesdienstes zum Sonntag des Wortes Gottes mit Papst Franziskus. Ich darf Sie
schon jetzt herzlich einladen für die Übertragung des Angelusgebetes um 12 Uhr. Mein Name ist Pfarrer Werner Demmel und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Laudetur Jesus Christus.